Herzlich willkommen hier zu Tropico 3 Steam Special Edition und wir verlieren hier immer noch abartig Geld und das Ding ruckelt wieder. Ich weiß nicht warum. Letztes Mal war es ja auch schon so. Und wir verlieren wieder so abartig Geld. Ich weiß nicht warum. Wir haben doch die Löhne schon runtergefahren, oder nicht? Da können wir mal ein bisschen runterfahren. Ja, und die Kirche lassen wir mal im Dorf. Auf jeden Fall unsere Ausgaben, die sollten nicht so viel höher sein als unsere Einnahmen. Das ist eigentlich immer der Ruin jeder Stadt. Wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt. Natürlich hätte ich auch nie gedacht, dass wir dass das Ganze hier zum Schluss so aussehen wird, ganz ehrlich. Hätte ich nie gedacht. Zur Abwechslung einige erfrischend skurrile Nachrichten. Einer unserer Einwanderer in Amerika, ein Arbeiter namens Manuel Huracan, verklagte eine Fernsehgesellschaft darauf, seine Frau fett und seine Kinder dumm gemacht zu haben. Er sagte, ich glaube, der Grund dafür, dass ich rauche und trinke und meine Frau an Übergewicht leidet, liegt darin, dass wir in den letzten 10 Jahren täglich fernsahen. Okay. Aber Servicefahrzeuge, so viele, warum so viel? Botschaft. Schrauben wir mal ein bisschen runter, die können wir auch noch ein bisschen runterschrauben. Uns wird das hier keiner angreifen, hoffentlich. Die wohnen da kostenlos, da wohnt sogar ein Carina Garrido drin. Carina Garrido. Ja, dass die so... Boah, das ist echt heftig, dass die so... Also, das ist alles voll. Also, ich wüsste nicht, was wir ohne machen sollten. Ach, die verdienen sich ja dumm und dämlich. Macht ihr überhaupt Gewinn? Oder macht sie überhaupt mal gar keinen Gewinn? Die verdienen richtig fett. Und die auch... Ach, Mann. 19.000. Wir sind am Abgrund. Jetzt müssen wir noch 4.000 zahlen. Und nun zu den heutigen Schlagzeilen. Ein kürzlich versuchtes Bombenattentat hat für Panik unter den Bürgern auf der Insel gesorgt. Keiner weiß, wo die nächste Bombe auftauchen wird. Vielleicht wird gerade eine in eurem Keller platziert. Bleibt bei TNT Radio, welches euch das Hirn freiblasen und euch nach mehr betteln lassen wird. Also wir sind jetzt echt gerade kurz vorm Abgrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mal zwischendrin gedacht... What the fuck, wie sollen wir das Geld bloß loswerden? Und jetzt denke ich, what the fuck, wie kommen wir wieder zu Geld? Warum kommen die fast zeitgleich hier rein? Boah, die verdienen ja so viel. Warum verdienen die so viel? Also wir haben jetzt echt die Okay, gut. Ich speichere einfach mal. Ja, wir spielen auf jeden Fall noch bis heute, also soweit es geht, und dann natürlich immer auf, ist ja klar. Jetzt machen wir nur noch 5.000 Verlust. Dann machen wir Gewinn, Gebergbau, oh je. Allgemeine Fixkosten. Tourismus machen wir 4.000 Verlust. Also Tourismus hat sich für uns jetzt überhaupt nicht gelohnt. Wo haben wir denn eigentlich unser Bergbau? Hier, glaube ich. Nee. Da. El-Präsident hat mit einem erdrutschartigen Sieg gewonnen. Sicherlich werden die Leute auch die nächsten Jahre über hinter unserem geliebten Führer stehen. Bergbau. Wo haben wir denn unser Bergbau? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall machen wir jetzt nur noch 5.000 Verlust. Also das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also wir machen mit unserem
Wir machen da überhaupt. Wir machen nur Verlust auf jeden Fall. Alter, machen wir damit viel Verlust. Ja, leck, machen wir da viel Verlust. Und die verdienen ja auch noch so viel. Und jetzt sind wir echt, wir sind kurz vorm. Ja, weißt Doppelt du, verschuldet, der das wird verdient schlimm. so Wenn das Geld bereits von meiner viel. Staatskasse aufgebraucht wurde, wenn nicht bald entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, kann sich die Finanzsituation auf der Insel dramatisch verschlechtern. Müssen wir mal ein bisschen runterschrauben. Sollten wir mal wieder ein Plus rein. Ins Plus auf jeden Fall. Irgendwie, bitte. Boah. Wir haben gerade eine richtig schwache, ein richtig schwaches Jahr. Ja, leck haben wir ein schwaches Jahr. Boah, ist das schwach. Da müssen wir auch ein bisschen runterschrauben. Wir sind echt tatsächlich wieder im Minus. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das wieder schaffen. Wir sind wieder im Minus. Also da stauen sich die Schiffe schon. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir irgendwann wieder so derbe ins Minus fallen. Okay, sind wir ja gut im Plus. Gut, ja. Wir lassen natürlich komplett. Oh, und schon wieder Minus. So schnell kann es gehen. Aber ich verstehe es nicht. 19.000, ja gut. Okay, jetzt haben wir noch Finanzhilfe gekriegt. Auch nicht schlecht. Da können wir auch ein bisschen runterschrauben. Da, ich glaube, die verdient noch zu viel. Aber die verdienen ja abartig viel. Kabarett, ja leck. Warum gleich so viel? Krankenhaus ist klar. Die müssen einfach ein bisschen mehr verdienen. Oh, warum? Warum machen wir so 10.000? Ja, okay. Okay, unsere Landwirtschaft ist wahrscheinlich am Ende irgendwie. Die macht Verlust. Die machen Gewinn. Der macht irgendwie gar nichts. Der macht auch Verlust. Gewinn. Gewinn. So scheiße sieht das Ganze doch gar nicht aus. Jetzt machen wir 51. Also das ist echt abartig, wie sich das ändert. Speichern wir es mal so. Auf jeden Fall. Ich speichere immer zu viel als zu wenig. Das müsst ihr wissen. Wenn ihr bei mir irgendwelche Sachen anschaut. Also ich. Das können wir mal ein bisschen näher hinzoomen. Stellen da alle ein. So, wie startet das Ding? So, da. Einundsiebzigtausend! Und das Ding ist schon wieder weg. Wie geht denn das? Zum Glück haben wir nochmal einen Frachthafen gebaut. Ich glaube, der bringt schon. Können wir nochmal einbauen? Was können wir denn eigentlich da machen? Häng mal bitte nicht, danke. Können wir da noch Landwirtschaft hinhauen hier? Farm.
Ich will auf irgendwas hinhauen auf jeden Fall. Bananen, Papaya, Ananas, Kaffee, Tabak, Zucker, oi. Bananen, Mais, Papaya, Ananas, Mais. Ich mach Mais hier. Da oben. Häng mal bitte nicht so sehr, danke. Da oben. Einfach weil ich es kann. Es passt sogar direkt an den Weg. Wetten, wir können da nicht bauen? Doch, wir können da direkt hinbauen. Sehr schön. Da bauen wir direkt nochmal eine hin. Holzfällerlager. Können wir das da hoch? Das wäre geil, wenn wir das da hochbauen könnten irgendwie. Dahin. Ich versuche das jetzt irgendwie. Da hoch. Da. Hier. Geht das nicht? Anscheinend nicht, aber ich will da, ich will hier irgendwo. Ich will da was hinbauen. Eine Ranch. Das geht da oben doch. Warum geht denn das nicht? Da kann ich es auch nicht hinbauen. Es wäre geil, wenn man das da hinbauen könnte. Irgendwie so ein Berg. Kann man da was hinbauen? Da weiß ich es eigentlich schon, dass man da nichts hinbauen kann. Ich will irgendwo auf dem Berg. Ich will auf dem Berg auf jeden Fall was hinbauen. Und wissen, ob die da irgendwie hochkommen. Oder nach hinten. Hier irgendwie. Geht auch nicht. Ja, das wird nicht funktionieren. Irgendwie da. Da hinten. Das wäre nice, wenn das ging. Das wäre richtig nice. Warum geht denn das nicht? So ein Dreck, ganz ehrlich. Das müsste doch hier funktionieren. Das Wetter in unserem kleinen Paradies ist wie gewöhnlich toll. Es ist ein perfekter Tag für die Landwirtschaft, den Bergbau und die Abholzung. Liebe Leute von Tropico, bitte unterbrecht die andauernde Siesta. Verlasst die Strände und die Bars. Ja, genau. Und schaut euch El Presidente an, auf dass er nicht alles alleine erledigen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und ihr? Ihr macht gar nichts. Ganz ehrlich, finde ich scheiße von euch. Jetzt geben wir hier noch ein bisschen Geld aus, da wird wir Geld verdienen. Ist auch nicht schlecht. Was wollte ich jetzt hier? Holzfällerlager, haben wir das genug? Ein Sägewerk. So. Wir speichern wieder. Es sollte wieder ein bisschen Geld fließen, bitte. Danke. Oh, das war nicht viel.
Also das mit der Landwirtschaft, das ist schon echt teilweise. Bananen, Ball, Ananas, Kaffee, Tabak, Mais. Oje, 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 oje. 6.300. Das ist ja mal gar nichts. Ah, wir bräuchten wieder einen Aufschwung. Ach, wir können nichts kaufen. Dass es so weit kommt, hätte ich jetzt echt nie gedacht. Das ist ja der Abgrund einer Gesellschaft. Also im Luxus irgendwie. Das seht ihr gerade mal, dass ich hier eine Scheiße gebaut habe. Und irgendwas mache ich falsch mit dem Tourismus. Irgendwas mache ich hier richtig falsch. Okay, da mache ich irgendwas richtig. Ich glaube, wir müssen. Dass es da so gut funktioniert und hier nicht. Ich verstehe das nicht. Und da gar nichts. Da können wir mal ganz runter. Boah, die verdienen ja richtig viel und ist niemand da. Das ist so schlecht. Ich verstehe das nicht. Da hätten wir ein bisschen besser gucken sollen. Alter, und wie viel die noch verdienen? Ich habe die erst alle hochgeschraubt, weil ich nicht wusste, wie ich das Geld loswerden soll. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich an Geld hinkomme. Ja, guck mal, wie viel Schulden wir haben. Mal geht's uns gut, mal geht's uns schlecht. Das ist echt abartig. Ja, gut. Ja, da, na, da. 12.000. Wir haben mal 100.000 gemacht. Ich verstehe das gar nicht. Sind wir so ausgeschöpft? Sind wir so ausgeschöpft, dass wir da einfach. Also am meisten. Oh, so viel Gewinn machen wir da jetzt auch nicht mehr. Oder doch ein bisschen mehr jetzt. Über 1 Million. Boah. Aber das hat es schon gebracht, dass wir das gebaut haben. Und das hat es im Endeffekt auch schon auch gebracht. Wenn wir bloß wieder ein bisschen was exportieren würden, das wäre halt schon irgendwie nice. Weil ich bin nicht so gern in Schulden, in den Schulden. Raus aus den Schulden, wir müssen eigentlich diesen Ding mal anrufen. Heute ist ein trauriger Tag für Tropico. Sieben, fünfzig, Ein da. unaussprechliches Ereignis erschütterte vor ein paar Stunden unsere Insel, als ein verräterischer Feigling versucht hat, unseren großen Führer zu ermorden. Auf der Liste der Verdächtigen befinden sich so gut wie alle ausländischen Geheimdienste. Penultimo, der Berater des Präsidenten, ein Tukan verehrender Umweltschützer und ein alter Einsiedler, der vermutlich in einem Vogelnest lebt und in der Lotuspose Ach, wir bricht. können ja nichts bauen. Ah. Ein Transportunternehmen hat keine Arbeiter. Das hier. Oh. Aber eigentlich brauchen wir da auch keine Arbeiter. Ohne Rede. Aber uns verlassen auch ziemlich viele irgendwie. Ich hatte doch mal mehr. Alter, wir kriegen. Verlust. Verlust. Wir haben es verwirtschaftet. Also wir haben einfach.
Das passt eigentlich gar nicht, wie wir es gemacht haben. Irgendwie hat das nicht so funktioniert. Zwischendrin hat es mal richtig gut funktioniert, habe nicht gewusst, wie ich das Geld loswerden soll. Dann habe ich das Geld ausgegeben und jetzt falsch investiert und jetzt sitzen wir quasi in ganz, ganz tiefen Schulden. In, boah, 83.000, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Boah, und dann ist das noch so abhängig von der Wirtschaft, die ist so schwankend. Wir haben hier keine Wirtschaft, wo wir sagen könnten, ja gut, da können wir uns drauf stützen, das ist jedes Mal so. Nein, haben wir nicht. Wir haben mal 6.000, mal haben wir. Puh. 3.000 gewinnen. Das bringt uns einfach nichts. Das bringt uns einfach nichts. Tourismus bringt uns 18.000. Kostet uns aber mehr, um einiges mehr. Landwirtschaft, Bergbau, Abholzung, Industrie. Wahrscheinlich kommt das Ganze erst noch, würde ich mal behaupten. Wir dürfen die Preise nicht so hochschrauben. Die Spirale der unterschiedlichen Einkommen in Tropico gerät außer Kontrolle. Luxusvillen werden neben zerbröckelnden Hütten gebaut. Ich glaube, dies ist der Lauf der Dinge. Da machen wir keinen Gewinn. Oh doch, da machen wir ein bisschen Gewinn. Armen werden immer ärmer. Oder haben wir nicht mal einen Arbeiter? Oh je, oh je. Ich weiß schon, warum wir nicht mehr so viel Gewinn machen. Das sollten wir vielleicht auch noch gucken. Wir brauchen nämlich Tabak für unsere Zigaretten. Nein! Lama-Grippe-Epidemie. Ich krieg die Krise. Jetzt haben wir da aber die Preise ordentlich hoch. So niedrig machen wir sie so auch nicht. Aber wir müssen sie ein bisschen hochschrauben, damit wenigstens. Ach, da haben wir unser Bergwerk, glaube ich, oder? Guten Morgen, Kameraden. Dies ist TNT, die Stimme des freien Tropico. Wir haben tolle Neuigkeiten. Anscheinend möchte uns der große russische Bär eine dicke, pelzige Umarmung geben. El Presidente sagt in einem speziellen Kommuniqué, dass, ich zitiere, Ach, jetzt verstehe ich das, warum da nichts läuft. Wir haben die der Preise russischen zu hart gesenkt. Glauben an die immerwährende Kameradschaft Und jetzt läuft da unseres nichts. Und wir großartigen haben sie einfach Präsidenten. einmal zu hoch und jetzt haben wir sie zu tief gemacht. Und jetzt läuft da nichts. Die waren ein zu hohes Niveau gewöhnt, sag ich mal so. Und jetzt haben wir über 100.000, Alter, wie heftig. Ein Transportunternehmen, bla bla bla. Aber oh, die haben auch ein bisschen wenig. Habe ich das so weh? Habe ich da so weh? Kam mir gar nicht. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Aufbruchstimmung. Wir brauchen noch mal den Kaffee. Ja, wir machen da noch kein Geld, aber das geht in erster Linie, dass wir. Oh Mann, ey. Wir haben die Preise viel zu hoch getrieben. Das wollen sie alle noch mehr. Ja, wir haben einiges zwischendrin auf jeden Fall einiges falsch gemacht. Jetzt müssen wir die Preise wieder hoch.
sich über die Insel aus. Mütter benennen ihre Kinder nach El Presidente. Gestern sah ich ein Lama, welchem man auf einer Seite den Namen von El Presidente ins Fell rasiert hatte. Natürlich ist... Aber wir haben wenigstens eine gute Zufriedenheit, auch wenn wir nicht gerade reich sind. Das muss man sagen, also wir sind... Oh, wir haben da aber schon einen ziemlichen Lohn da oben, hey. Wenn das nur 12.000 wären und keine 120.000. Das würde mich froher machen. Wie sollen wir das dann wieder schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich gedacht, wow, wie machen wir das? Wie kriegen wir das ganze Geld weg? 400.000 hatte ich mal. 500.000 teilweise sogar. Nein, geht nicht. Und dann jetzt? Ja, gut. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das Geld herbekomme. So hat sich das Blatt gewendet. Also Tourismus war auf jeden Fall für die Katze. Ja, okay. Das ging. Okay, das geht auch. Ja, okay, das ist in Ordnung, sag ich mal. Oh, wir sind bald soweit. Wir sind bald in der Gegenwart angekommen. Ja, dann müssen wir den Preis wieder hochschrauben. Ah, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Wie sollen wir das denn schaffen? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall unsere Geldgrube hier. Wenn nicht hier, wo dann? Also ich habe auf jeden Fall einiges falsch gemacht. Ich gebe es zu. Ich habe, als wir zu viel Geld hatten, habe ich zu viel Geld ausgegeben. So kommt das. Wenn man zu viel Geld hat, gibt man das Geld einfach zu schnell aus, weil man lernt es nicht schätzen. Ja. Und jetzt sieht das Ganze nämlich auch relativ scheiße aus. 170.000 minus. Ich krieg die Krise. Jetzt haben wir da die Preise zu sehr gesenkt. Dass sie da, okay, bei dem Lohn würde ich jetzt auch nicht arbeiten wollen. Ach, wir haben es echt. Oh, wir machen echt alles falsch. Also, das war echt. Wir sind ja schon in der Zukunft angelangt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Ruder noch irgendwie reißen können. Ich glaube es nicht. Nur durch eine sehr starke Wirtschaft. Aber bei minus 83.000 glaube ich das eher nicht. Ja, das war's, glaube ich. Das war so unser Projekt, unser Scheißprojekt. Was zwischendrin richtig gut lief und jetzt so seinen Lauf nimmt und in eine sehr, sehr schlechte, sich nicht lohnende Stadt entwickelt. Liebe Zuhörer von TNT Radio, erinnert ihr euch noch an die alten Tage, als alles so viel einfacher war? Die Leute taten, was man ihnen sagte. Umsonst könnte ich hinzufügen. Und sie beklagten sich nie. Nun, die Dinge stehen heute anders, da es Personen gibt, die öffentlich auf den Straßen protestieren. El Presidente hat verkündet, dass diese Streiks von seinen Feinden inszeniert wurden. Ich persönlich glaube ihm. Ja, das können wir nicht mehr, reißen. Das können wir, wie sollen wir das reißen? Wir bekommen von den USA nicht mal mehr Finanzhilfe. Finanzhilfe haben wir jetzt irgendwie Export bekommen, gar nichts wahrscheinlich. 2000. Pff.
3000. Minus, wir machen überall Minus. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das schaffen? So, verkackt haben wir hier. Also, wir sind ja schon 2017 angekommen. Dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Projekt quasi jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was aufnehmen werde oder nochmal eine Stadt errichten werde, aber erstmal lasse ich es jetzt mit Tropico 3. Ich bin etwas demotiviert durch meine sehr komische Weise, eine Stadt zu führen, was zwischendrin recht gut funktioniert hat und jetzt gar nicht mehr läuft. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Dann gucke ich mal, wie das Ganze so aussieht. Dann sehen wir uns bei einem anderen Projekt hoffentlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, liken. Wenn nicht, dann halt nicht. Und dann damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nun zu den heutigen Schlagzeilen. Ein kürzlich versuchtes Bombenattentat hat für Panik unter den Bürgern auf der Insel.